Ja, hallo liebe Golfer, mein Name ist Frank Trollinger, ich bin Golfmethodenentwickler der Core Balance Free Release Methode. Ich habe jetzt gerade einen kleinen Text veröffentlicht, wer ist eigentlich der beste Golflehrer der Welt? Was sind die Kernprinzipien? Also der beste Golflehrer der Welt, der verletzt seine Schüler nicht. Durch Schergkräfte, Hohlkreuz, Überdehnen, Schulter links, Schulter rechts, Divots raushaben, Supinationen, Torsionen, Überstrecken vom den Kreuzbändern am Kniegelenk und Supinationen am Sprunggelenk, Valgus, Varus, das sind alles Kontraindikationen, die macht ein der beste Golflehrer der Welt nicht. Ja, was noch? Also das zweite große Kriterium, und viele besuchen uns, weil sie halt nicht wissen, was sie tun und verzweifelt sind. Also der zweite große Punkt ist, dass man einen Unterricht macht, den der Schüler nachvollziehen kann. Das bedeutet, der Schüler muss nach der Einheit beschreiben können, schriftlich, wie er sich bewegen soll, und zwar räumlich definiert. Also Länge, Höhe, Breite und so. In welche Richtung, wie weit, mit welchen Winkeln. Wenn er das nicht weiß, dann kommt Zufall raus. Dann sind die Ergebnisse Zufall und dann ist eine Fehlerquote von kleiner 30% im alten System nicht möglich. Im Durchschnitt liegt die Fehlerquote im alten System so bei 50%, 60%. Das muss man sich mal vorstellen. Dann kommt natürlich dazu, dass der weltbeste Golflehrer unterrichtet auch in realer Balance. Das heißt, Free Release, die Muskeln müssen arbeitsfähig sein. Wenn das nicht der Fall ist, wiederum Zufall. Also Imbalance ist diametral zu Zielpräzision oder Wiederholbarkeit. Also die Kombination von Neurokognition und Core-Balance ermöglicht bis zu null Fehler. Ja, und dann ist natürlich auch so, dass man ein gezieltes Athletiktraining dazu hat, ein gezieltes Cardiotraining, ein gezieltes Ernährungsprogramm und ganz genau weiß, wie man sich verhalten muss. Und der weltbeste Golflehrer, der unterrichtet keinen X-Faktor. Also Schulterachse, Beckenachse, die dürfen kein X darstellen, weil das dreht die Bandscheiben aus. Ich habe heute Morgen wieder ein Schwungvideo angeschaut. Das erinnert mich, wir haben hier riesen Firmen, die Dreharbeiten machen, also Metall abdrehen, und so drehen die ihre Bandscheiben ab. Und da frage ich ja immer dann Dr. Göbel oder egal wen, frage ich, warum halten die das aus? Die halten das nicht aus, sagt man da zu mir. Da werden halt die Bandscheiben entsprechend langsamer zerstört, abgedreht, wie jetzt beim normalen Menschen. Also das ist ein gravierender Punkt. Und aus dem Grund ist ein seitliches Abknicken, ein vertikales Abknicken, Knicks in der Wirbelsäule, das ist alles pathologisch, weil das die Bandscheiben einquetscht und auch die Querfortsätze belastet. Also das macht der weltbeste Golflehrer auch nicht. Ja, dann macht der weltbeste Golflehrer nichts, nur weil er es sagt, sondern das ist alles, das sind die Teilbewegungen anatomisch überprüft. Dann didaktisch. Also Golf hat mehr wie drei Teilbewegungen. Und dann das kann unser Hirn überhaupt nicht verarbeiten. Also unser Hirn kann 1000 Videos anschauen und wir können anhand der Visualisierung, also der Bildgebung, können wir nicht das Navigationssystem hierzu festlegen. Vor allem, weil es auch in Imbalance ist und weil diese Koordinaten, egal bei wem, immer unterschiedlich sind. 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad, 10 Grad, spielt gar keine Rolle. Also der weltbeste Golflehrer unterrichtet auch Neurokognition und das bedeutet, das Hirn kann die präzisesten Befehle über die Nerven an die Muskeln weitergeben
Und dadurch ist bis zu 100% Wiederholbarkeit möglich. Ja, das ist natürlich dann, ist der beste Golflehrer der Welt auch in der Lage, High-End-Clubfitting vorzunehmen. Also da gibt es so die Clubfitter, ich kenne jetzt niemanden, der nicht das machen kann, was ich von ihm will. Aber wenn die halt nicht unser System umsetzen, dann frage ich sie immer, Leute, wie fittet ihr denn eigentlich euren Leihenkel auf den Beckenoberkörperwinkel? Ja, ich erinnere mich noch, dass einer mal zu mir gesagt hat, das gleicht er mit Gewichten aus. Also Winkel mit Gewichten ausgleichen. So ein Zeugs muss ich mir da anhören. Also auf jeden Fall, diese Kombination in allem, das führt zu High-End-Performance. Und das bedeutet, wir können jede und jeden verbessern. Auch Scottie Scheffler. Wer kann denn schon behaupten, er kann Scottie Scheffler verbessern? Der Hank Haney oder der Bud Charman, die sagen, bei dem und dem Spieler, das kann er gar nichts mehr dazu sagen. Also wir würden natürlich von dieser Zufallsmethode auf Core-Balance-Release umstellen und dadurch verbessert man. Wie lang braucht so eine Umstellung? Also wir hatten schon wirklich, was waren das? Mastersieger, weibliche da braucht es 4 Wochen. Also die war motorisch extrem, ich will nicht sagen schwierig, aber die war motorisch einfach nicht ausgebildet. Und da sagen unsere Ergotherapeuten, die wir auch ausbilden, ist kein Unding, ist lösbar, aber dauert länger wie 3 Tage. Also wir jetzt bei guten Leuten 2 Tage, 1 Tag, 3 Tage. Ich empfehle immer 3 Tage, weil der Professor Eberspächer sagt, diese Ordnung des 3D-Bewegungsnavigationssystems findet nachts statt. Und deshalb braucht man eigentlich 2 Nächte, um das umsetzen zu können. Ja, dann macht der beste Golflehrer der Welt auch kein Emotionstraining. Also atme oder visualisiere deine Landebahn. Das löst nicht die ursächlichen Probleme. Da gibt es natürlich entsprechende Typen aus dem Heidelberger Raum, die haben von Psychologie und von Neurokognition keine Ahnung und schreiben aber darüber Bücher. So lassen sich die Leute versickeln. Ja, also dann ist es auch ein ganz wichtiges Prinzip. Also wir unterrichten teilmethodisch. Es geht im alten System gar nicht. Im alten System kannst du nicht teilmethodisch unterrichten, weil du keine Ausgangskoordinaten hast. Wir unterrichten teilmethodisch, weil bei uns jede Teilbewegung mit Koordinaten belegt ist. Ja, dann, das ist schon mal ziemlich bedeutend und ein entsprechender Impact. Und wer sich halt verbessern will, wer sich nicht verletzen will, wer sich klug verhalten will, der sucht Core Balance Free Release und ja, für uns spielt keine Rolle, wer da kommt, welcher Leistungsstärke. Viele kommen, weil der Rücken wehtut. Das ist halt bedeutend. Ja, und ansonsten ist es doch Zeitverschwendung, wenn man blindes Topfschlagen macht in der Biomechanik. Und gibt es natürlich auch Leute, die halt mit schlechter Performance zufrieden sind. Und ich gebe ja ganz ehrlich zu, ich habe ja auch schon die Zufallsmethode umgesetzt. Für meinen Körper eine Katastrophe. Jetzt mit Core Balance Free Release spiele ich Golf wie ein junger Gott, wenn ich fit bin. Also man muss natürlich ein bisschen was dazu machen. Ich war jetzt ein paar Mal verletzt. Ja, kleine Knochenbrüche und so. Aber es spielt ja auch keine Rolle, wenn man fit ist, kann man High-End performen. Und ich bin jetzt, ich habe gar keine Zeit, um so viel Golf zu spielen, aber ich sage es mal, ich schlage mein Wedge mit 83 Meilen, 9200 Umdrehungen und das ist extrem befriedigend und das wiederholbar. Wenn ich halt Bilder sehe, wo einer einen Chicken Wing macht, das muss ja total unbefriedigend sein.
Dann muss ich in meinem Pingschläger so ein Offset reinbauen, dass ich den Ball noch einigermaßen treffe und muss das Loft verfälschen. Kann keinen Spaß machen. Ja, lachen ja die Azubis drüber. Also von der Seite aus, die besten Golflehrer der Welt, die interessiert auch nicht, was Zeitungen schreiben. Natürlich ist wichtig, sind Zeitungen wichtig, aber schaut mal die Zeitungen an. Ich kenne keine Zeitung, die im Wachstum, in einer Wachstumsphase, also die sich in einer Wachstumsphase befindet. Und da gibt es halt die nächste Runde der Entlassungen und Wiederentlassungen. Und ich sage euch doch mal, an was das liegt, liebe Redakteure und Chefredakteure und Herausgeber. Das liegt doch daran, weil ihr keinen Mehrwert den Kunden liefert, sondern ich sage jetzt mal im Golf, ob das jetzt Golf Digest ist oder wie die Deutschen heißen, spielt, ich weiß, ich glaube gar nicht, will ich gar nicht. Ihr habt doch in den letzten 40 Jahren nur die Imbalance-Share-Verletzungsmethode abgebildet. Wer kauft denn da noch eine Golfzeitschrift? Ein paar Abonnenten, die zu faul sind, das Abo abzumelden. Aber in Wirklichkeit, ist schwierig. In dem Moment, und das ist mein Versprechen, wenn ihr eine neue Methode darstellt, die gesund ist, die Gesundheit fördert, High-End-Performance zulässt, in dem Moment werden wieder eure Zeitungen gekauft. Ja, heute an diesem eigentlich wunderschönen Herbsttag, ich bin noch erkältet, jetzt auch schon seit 14 Tagen und sind die Bronchien, kommt angesteckt. Ich weiß auch wo. Man sollte halt einfach nicht in geschlossenen Räumen mit mehreren Personen sein. Aber Freunde von uns waren jetzt in Italien, alle Corona, alle. Ja, also es geht was rum und da ist, muss man sich halt auch ein bisschen klug verhalten. Und wenn man da zu mutig ist, ist das halt auch nichts. In dem Sinne, es ist eure Zeit, es ist euer Spaß. Also für mich ist das Genialste, den Ball wiederholbar zu treffen. In dem Sinne, an diesem wunderschönen Freitag im Oktober, wir haben hier wirklich Indian Summer. Ich grüße euch auf das Herzlichste. Mein Name ist Frank Trollinger, Core Balance Free Release. Wir unterrichten in der Golf Biomechanik Akademie. Ärzte, Physiotherapeuten, Golflehrer, Ergotherapeuten. Wir bilden aus in 5D Neurokognition. Wir bilden aus in Schlägerfitting, Core Balance Free Release Schlägerfitting. Wir bilden aus Funktionäre im Gesundheitsmanagement, empfehle ich dringend, lasst eure Golfanlage zertifizieren. Und natürlich Endkunden vom Anfänger bis zum Super Tourspieler. Und ich sage es zum Abschluss: Ja, wir können durch eine neue Methode, Scotty Scheffler oder die Korda, verbessern. Deutlich verbessern. Ich grüße euch auf das Herzlichste.